Ich bin jetzt mal gerade zu Quasia, habe in Laguni noch kurz Zeug eingekauft. Sprich Munition. Dann bringen wir mal den Kopf. Gucken, was er dazu zu sagen hat. Ah, der Muster Ranger. Hier ist sie, die DNA-Probe. Immer schön mit Köpfchen arbeiten. Dieses Wortspiel war bestimmt verlockend. Gedanken sind ja offensichtlich frei. Aber nicht, dass uns der Schädel platzt bei all dem Kopfzerbrechen. Das ist wirklich die Krönung des Ganzen. Also, geben Sie die Probe in den Extraktor. Da hat's aber einer mit Wortwitzen, ne? Sehr gut. Ich extrahiere die DNA aus der Probe. Ja. So, das Serum ist fertig. Und es wird diese Projektpersistenz garantiert ein Ende setzen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt halt quasi alle fertig. Könnten die uns jetzt an Cross wagen, aber das will ich noch nicht. Wir haben noch einiges zu tun hier. Zum Ranger bei. Tschüss. Ich glaube, jeder sollte ein Bein nie haben. So, dann geht es mit dem Hauptziel oder würde es mit dem Hauptziel weitergehen. Wir haben noch zu erkunden. Und zwar eine ganze Menge. Fangen wir hiermit mal an. Dann werde ich zwischendurch auch noch irgendwann den DLC machen. Dann, wenn alles fertig ist, oder wenn ich dann irgendwann tatsächlich keine Lust mehr habe, geht's Richtung Endgame. So, hier war ja auch noch einiges, gerade hier rechts. So, mitnehmen. Sekretummarsch. Da. Ja, ich glaube, so unglaublich viel ist es nicht im Vergleich zu den anderen. Aber trotzdem müssen wir ja auch gucken, wo wir bleiben. Also, ich glaube, die nächsten einigen Folgen werden jetzt halt daraus bestehen, dass wir hier Sachen einnehmen. Die Story geht dann erst deutlich später wieder weiter. Wir müssen es doch irgendwie an die halten. Straßen und so Zeug. Nehmen wir das doch mal. Nur Straße. Dein Freund von Beinen. Healthy Hollow. Walker, sieht aus, als könnte es losgehen. Du hast alles, was du brauchst, um es der Obrigkeit zu zeigen. Endlich. Es ist soweit, Lily. Ich bringe diese Sache ein für alle Mal zu Ende. Für Prowley, für Vineland, für uns. Explodieren. Ach schon, ich wollte wegen Upgrades mal noch gucken. Was können wir denn da reißen? Wieder ein bisschen was. Techniker.
Haben wir nicht genug Punkte? Das ist vielleicht ganz gut. Ich glaube, dann warte ich tatsächlich gerade noch. Bei den Waffen. Die haben wir soweit. Ja, ich soll doch mal gucken, ob ich noch die ganzen Archen finde. Dass ich halt noch Waffen und Fähigkeiten kriege und die halt auch noch nicht erst beim Endgame dann einsetzen kann. Das könnten wir machen, aber finde ich jetzt nicht so sonderlich sinnvoll. Bei dir haben wir noch gar nichts geskillt. Komm, nehmen wir gerade schnell anvisieren. Nanotriten. Nö. Da ist dann erstmal nix. Was haben wir denn noch? Da ist viel geil mehr. Eins, zwei, drei Stück fehlen da noch. Vielleicht auch mal die Mutantenspuren beim Mutant Bash abgeben irgendwann. Keine Ahnung, wie viel wir da noch mal gefunden haben jetzt mittlerweile. Das gilt ja leider nicht für Feltrit. Für die Spuren, sondern nur für Feltrit. Moment, wir sind jetzt hier Filthy Hollow. Chest Hollow gibt's. Jetzt haben sie schon mal einen englischen Namen. Hat mal zwei Truhen, zwei Lagerkisten. Nee, das ist es nicht. Filthy Hollow, wo bist du denn? Karte bitte? Secretomarsch. Das müsste ja sein. Wir haben sie einfach vergessen. Warte, wie heißt der? Smego, der Scheuligen. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Aufhören damit. Irgendwo müsste es ja noch zu den Dingern gehen, zu den Truhen. Allerdings nicht hier rüber, wie es aussieht. Ach, mal schauen, was die uns hier alles entgegenschmeißen. Das wird schon werden. Das Not rennen wir danach halt nochmal durch. Ah, da haben wir schon mal die Truhe. Nett, dass sie direkt auf dem Weg ist. So, was gibt's denn hier Schönes?
Drüsen? Oder was wir sehen hier? Wieder irgendwas platziert, was man nur beim Rausgehen sieht. Okay, scheinbar nicht. Ich hänge fest an irgendwas Klebrigem. Das ist doch nicht so schön, Walker. Walker, Walker, was tust du? Das war's mit euch. Kannst du auch mal weg? Er glibbert es wieder vor sich hin. Mal her. Dankeschön. So. Ja, dann können wir sie wieder unsere Komponenten zusammensuchen. Und Truhe Nummer 2. Dass ihr tatsächlich quasi auf dem Weg liegt. Aber wahrscheinlich genau in die Dingsen dann nachher, da kommen wir dann hin, wenn wir den zerlegt haben. Schätze ich. Du kannst es mehr oder weniger nicht übersehen, das Zeug hier. Die beiden Lagerkisten, die noch fehlen. Wäre jetzt einfach mal so meine Idee. Dann. Auf geht's. Der Overdrive ist mal richtig eingesetzt. Passende Zeit da und direkt weggeprügelt den Typen. Sehr schön. Mittlerweile geht es dann hier auch direkt weiter. Ja, ich schätze, dann geht's hier nach oben, dann kriegen wir die Kisten. Oder gut, wir kriegen hier die Kisten. Cool. Mal was, wo ich nicht suchen muss. Sehr angenehm. Dann sind wir wieder draußen. Gut, was hätten wir sonst noch? Da wäre halt noch was. Jetzt mal zurück zum Wagen, dann holen wir uns den nächsten Punkt hier. Was ist das denn? Was möchte da denn auf uns warten? Sind da. Schlechte Nachbarn. Zwei Lagerkisten, okay. Ach, Assblaster Junkyard wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, möchtest du rauskommen? Hm. Der liegt noch lieber ein bisschen rum. Ich könnte ja tatsächlich mal gerade, dann habe ich die auf dem Ding ja auch schon mal abfrühstückt. Nee, das ist auch was anderes. Es soll schon ein Datencontainer. Wäre was mit Nachbarn auch nicht. Reisen die alle komplett anders, oder? Kann ja eigentlich nicht sein, dass ich. Es gibt ja nur die Secreto, gibt es ja nur einmal. In der Größe sollte es auch einigermaßen hinkommen. Naja. Dass ja echt nur einer ist, aber gut, wir haben es halt abgeschlossen. Dann ist ja gut. Da geht's hier. Obwohl wir sogar Mutant Bash. Der Nähe. Ist doch schon mal praktisch. Hier ist noch eine ganze Menge schlechten Nachbarn. Ziel erreicht. Blutiger Schlick. Eine Kiste, ein Datenpad. Kein Sichtkontakt mehr. Ungeziefer. Deine Haut wird uns umschließen. Ungeziefer. Nee, noch nicht. Die Folge geht noch ein bisschen. Bei 3 Minuten. Ja, mach dir mal. So, wo ist das Datenpad? Muss man durchladen. Ach, bei euch ist wahrscheinlich schon dieses geskillt, das es halt in der Hosentasche nachlädt. Ich soll bei denen nicht aktiv haben. Könnte man tatsächlich mal testen, ob das schneller geht, wenn wir einfach dann die Waffe wechseln. Und als halt nachzuladen. Naja, ich glaube nicht. Also nicht viel. Schaut gesichtet. Ihr müsst rüber zu den Steinen. Ein Spähtrupp, der Shrouded wurde in der Gegend gesichtet. Sie haben sich zu weit in unser Gebiet vorgewagt. Findet sie und macht sie kalt. Kelkaoni. Hat wohl scheinbar funktioniert. Gut, das war der blutige Schlick. Dann haben wir direkt da hinten noch was. Dann können wir gerade weiterfahren. Wohl, warte mal. Sieht mir dann doch sehr wässrig aus, ne? Nehmen wir dich mal. Ein Hoverboot. Ach, die können wir gar nicht nutzen. Schade. Dann doch mit unserem treuen Gefährt. Gut, dann fahren wir da mal rüber. Mal gucken, was es wird.
sehen wir in der nächsten Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.